herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nethercraft. Jo, in der heutigen Folge wollte ich euch erstens was zeigen. Und zweitens gab es da schon am Mittwoch ein Tutorial zu. Dennoch gehen wir jetzt zurück in, ja nicht in die Hölle. Ja doch, erstmal schon. Aber wir gehen mal kurz ins End. Ich bin 67 Level, beziehungsweise Level 67 und habe an der Farm rumgeschraubt, seitdem wir sie erbaut haben. Und ja. Die 1.17 kommt ja bald, das heißt, die kommt nächstes Jahr und jetzt ist schon der erste Snapshot raus. Falls ihr am Montag nicht reingeschaut habt, könnt ihr das tatsächlich am Freitag jetzt noch nachholen. Weil dieses Video kommt Freitag. Ich lade ja nur alle zwei Tage, jeden ersten Tag der Woche was hoch. Das heißt Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Und das halt auch immer um Viertel nach drei. So, auf was habe ich denn jetzt meine Chunks? Meine Chunks stehen auf 16. Ich schraube meine Chunks mal runter. Und zwar auf 10. So. Und zeig euch jetzt mal was. Und hier. Ich habe ein bisschen umgebaut, um ehrlich zu sein. Also ich gehe jetzt mal kurz hier hin. Come on. Ich habe die Farm etwas überarbeitet. So. Habe ich. Ja, da habe ich noch ein Eisenschwert. Ist fast gut. Aber wie ihr seht, funktioniert die Farm jetzt. Und ja, da kommt massig Enderpearls bei rum. Wir können vielleicht noch eine zweite Chest dahinstellen. Muss ich mal schauen. Ja. Lock jetzt mal explizit nur einen an. Zumindest hoffe ich, dass das gerade passiert ist. Ich wollte hier in die Under-Chest. So. Ihr seid nicht einer, aber ihr gebt trotzdem XP. So, wie ihr seht. Jetzt funktioniert das perfekt. Ich kann hier in aller Seelenruhe Element klatschen. Und mein Sword geht gleich kaputt. Nehmt am besten ein normales Schwert oder eins mit Unbreaking. Auf jeden Fall keins mit Flame, weil dann porten die sich hinter euch. Und das wollt ihr sicherlich nicht. So, wie ihr seht, haben wir jetzt wieder 10 neue, also fast 10 neue. Ja, das wurde gezeigt. Und ich habe hier eine Ender-Chest einfach hingestellt, damit ich da ganz fix an meine Sachen rankomme. So, Tutorial findet ihr am Ende des Videos auch verlinkt. Wenn ich dran denke. Und heute wollte ich eigentlich tatsächlich nicht ins End. Ich wollte eigentlich mit euch nach Bärenbüschen suchen. Immer hier ein bisschen frickelig mit dem dämlichen Enderman. Ich muss das mal überdachen, dass die hier nicht hin können. Verschwinde mal, du Ender. Putzi. Verschwinde. So. Hinaus können die Endermen oben drauf spawnen, aber da wo ich lang möchte, dürft ihr nicht spawnen, mit dem ich mein Lied. Perfekt. So, es ist Nacht. Natürlich ist es Nacht. Ich wollte Bärenbüsche suchen gehen mit euch. Denn die können unser aller Leben verbessern. So, wo habe ich denn meine Tür? Die ist hier.
Und so können wir auch natürlich unsere Rüssi besser verdecken, würde ich jetzt nicht sagen, reparieren. Das war jetzt eigentlich dämlich von mir, hier außen rum gehen zu wollen, aber egal, ich brauche Beerenbüsche. Tatsächlich. Ja. Da hinten sind Villagers. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste hier so ein Wald sein, in dem es die Dinger gibt. Ansonsten bin ich halt ein Depp. Aber egal. Ja, moin. Das normale Zocken stelle ich mal meine Chunks wieder hoch. Auf 16. So. So sehe ich auch ein bisschen besser. Ja, ich hätte auch hier lang gehen. Egal. Auf jeden Fall wollte ich Beerenbüsche suchen. Denn mit Beerenbüschen können wir unsere Mauer bestücken. Und somit damit sorgen, damit dafür sorgen, dass wir, ja, halt nicht von Spiders angegriffen werden können. Und die sollten hier in diesem Biom sein. Deshalb schauen wir nur in diesem Biom. Was bist du? Bist du ein Zeppelin? Du bist Dreck. Dich wollte ich nicht haben. Verschwinden. So, nein, die machen keinen Damage, die machen alle keinen Damage. Ich brauche einen Baum, der Damage macht. Was heißt hier Baum? Ich brauche tatsächlich generell eine Pflanze, die Damage macht. Ohne die geht's natürlich nicht. Oh, da ist ein Huni. Lecker. So, deshalb schaue ich jetzt in diesem Biom, ob ich Beerenbüsche finde. Und das hoffentlich, bevor es dunkel wird. Ich meine, ich bin jetzt schon ziemlich nicht gehypt, ja auch, aber bin jetzt halt schon ziemlich OP wegen der Netherite-Rüstung. Aber nichts überstürzen ist irgendwie besser. Oder wäre eigentlich besser. Vielleicht finden wir ja noch das ein oder andere Nest, würde ich sagen. Und wenn ich Pech habe, finde ich gar nichts. Also laufe ich jetzt durch jeden Busch durch, bis ich Damage kriege. Oder was ähnliches wie Damage. So. Meine, die müssten sich nur hier in diesem Biom befinden. Da habe ich gerade keine gefunden. Mist. Bin ich jetzt aktuell keine. Da ist meine City. Hier will ich nicht lang, ich will da lang. Aber das gehe ich hier drin über und ich weiß, ich laufe gerade zurück. Was ein Ärger. Dann gibt es halt mal eine kleine Wanderung, würde ich sagen, bis wir finden, was wir suchen. Das sind definitiv keine Beerenbüsche, sondern Rosen. Rosen will ich nicht haben. Ich möchte Beeren haben. Beerenbüsche. Und vielleicht sogar ein Bienennest. Mal gucken. Ich muss mir nur merken, wo es lang geht. Tatsächlich. Haben wir einen Wasserfall? So. Melonen. Wo Melonen sind, könnte auch das ein oder andere Zeug sein. Aber hier sind keine Beerenbüsche. Weil zumindest sehe ich hier tatsächlich keine. So. Na, hier
hoch, würde ich sagen. Also Tanne, die mich eigentlich so von null juckt. Jetzt eine Blume, die juckt mich auch nicht. Ziemlich riskant, hier lang zu latschen, aber und aber da hinten ist schon wieder so ein Dion, wo die halt potenziell spawnen können. Ja, man, das war da. Nein, in einer Höhle möchte ich nicht. Das sieht nicht nach dem aus, was ich suche. Da will ich nicht lang. Jetzt hier lang. So. Hier suchen Bärenbüsche. Und werden wahrscheinlich im Moment keine finden. Weil diese Map einfach kacke ist. So. Nein, hier ist auch kein Bärenbusch. Die müssten da hinten in dem Waldbiom sein. So, hier haben wir Wasser und ich krieg gleich noch Damage. Aber nicht so viel, dass ich halt verrecken würde. Was tatsächlich auch gut ist, weil ich will nicht verrecken. Aber ich will Bärenbüsche haben. Und das sind Pflanzen. Kühe brauche ich gerade echt nicht. Auch Bärenbüsche. Wie war das nochmal? Was man sucht, findet man nicht. Aber wenn man nicht danach sucht, dann findet man es. Meine hier schon in diesem Biom welche gesehen zu haben, als ich mal eine andere Reise gemacht habe. Oder war das offline? Keine Ahnung. Auf jeden Fall brauche ich diese Art von Blöcken. Beziehungsweise Pflanzen, die ich tatsächlich hier gerade echt nicht finde. Ich finde sie nicht. Und das stört mich ziemlich, weil ich die halt gerne haben will. Aber ich sehe sie nicht. Hier sind noch ganz viele Blauers. Nope. Ehrenbüsche, wo seid ihr? Nope. Da sind halt. Welcher Sumpf ist das? Das ist mein Sumpf? Bin ich gerade unbewusst in einen Sumpf gelatscht? Wahrscheinlich, aber wahrscheinlich auch nur von der anderen Seite. Wie dem auch sei, ich brauche Bärenbüsche immer noch. So, und geht's mal hier lang. Hier sind immer noch keine Bärenbüsche zu finden. Ich brauche euch nicht. Ich will was anderes haben. Hier gibt's Snow. Das Snow Layer. Auch die möchte ich nicht. Hier wäre das nochmal, eine Reise ist lustig, eine Reise ist nicht lustig, eine Reise ist nervig. Und zumal finde ich nicht, was ich suche. Soll heißen nervig. So, wo seid ihr denn? Das sind nur Flowers. Da. Sah so aus. Ist aber wahrscheinlich kaum. Nein, ist eine Pflanze.
So. Das Essen wird auch dunkel. Ich will eigentlich nicht sterben. Ich suche trotzdem weiter nach dem Zeug, das ich suche. Denn die sollten hier in der Nähe spawnen eigentlich. Wenn ich keine finde in dieser Folge, dann drehe ich wieder um. Über ein Zombie. Und sehe kaum was. Nein, immer noch kein Bärenbusch. Immer noch kein Bärenbusch. Kommt schon. Hier müsste noch irgendwo sein, mit dem ich einen Bärenbusch habe. Weiß doch, dass ihr hier seid. Weiß es doch. Au! Verschwinde! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ich werde vom Weihnachtsmann verfolgt! Hilfe! Ah! Ja, moin. Juckt mich halt mal so gar nicht. Dann schauen wir mal weiter, ob wir finden, wonach wir suchen. Wahrscheinlich ist genau das Gegenteil der Fall. By the way, ich werde für die 1.17 noch was an den Zombies ändern. Nämlich am Sound. Wir machen ja immer dieses. Das will ich ändern. Die machen dann nur noch Fleisch. Schreibt mir mal in die Comments, wie ihr das findet. Ich finde es zumindest nice. Weil passt halt ein bisschen besser, finde ich irgendwie. Auch noch drei Skelette. Toll. Ich verdrück mich. Ich verdrück mich. Und sollte mich vielleicht auch erstmal raggen. Jo, ich ragge mich erstmal. Ah, das ist Spider. Die würde ich ganz gerne umgehen, wenn es geht. Ah, Biene. Biene. I have found the Biene. Ein Bienchen ist hier. Das heißt, hier ist auch irgendwo ein Bienennest. Wo ist denn jetzt das Bienchen hin? Da ist auf jeden Fall Gunpowder auf zwei Beinen, beziehungsweise vier Beinen eher gesagt. Ja gut, jetzt schauen wir mal. Meine, hier müsste eins sein. Da ist ein Zombie. Aber kein Bienennest. Und hier ein Bienennest. Da sind auf jeden Fall Bienchen und Creeper. Und eine Spinne. Ich klatsche. Um XP zu kriegen. Das da will ich nicht haben. Ah, da sind Creeper. Da sind Bienchen. Und. Also für die Gänse. Rüstung fast wieder repaired. Ja, hier kann ich mich nicht ausloggen. Ja, da kommt auch noch eine Spinne hinzu. Ja, moin. Ja, nein. Nein, nein. Ich verdrück mich. Ah, ich verdrück mich, ich verdrück mich. Ich verdrück mich auf diese Insel. Wir können mir zum Glück nicht folgen. Das heißt, auf dieser Insel bin ich fürs Erste zumindest safe.
Toll, ich habe nichts zum Bauen dabei. Moment. Mal ein bisschen weg. Okay. Dann sind wir schon mal hier drin und haben sogar Gunpowder und so ein Zeugs. So, ich stehe hier mal auf ganz kurz meine Vater hin. Sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und bye bye, Leute.